Hier im Eingangsbereich der Eishalle bekommt man sein Ticket, was kostenlos ist. Doch warum ist das Ticket kostenlos? Dieser Frage gehen wir noch auf den Grund. Beim heutigen Spiel war auch der Landrat vom Landkreis Görlitz, Stefan Meyer, vor Ort. Doch Stefan Meyer war nicht ohne Grund vor Ort. Denn so viel ist er verraten, er hat etwas mit dem Gratis-Ticket zu tun. Hallo und herzlich willkommen bei Paul TV. Wir sind heute in Jonsdorf und schauen mal bei einem Eishockeyspiel zu. Viel Spaß! Als erstes treffen wir jetzt Florian Öst. Und der verrät uns, warum man sein Ticket umsonst bekommt. Warum stellen Sie euch Karten gerade zur Verfügung? Ne, wir haben gesagt mit Stefan Meyer und der Bürgermeisterin Kati Wenzel, wir wollen die Menschen einladen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass über 150 Leute aus dem Zittauer Gebirge, aus Zittau, aber auch aus Kittlitz, Ostritz, Görlitz, sogar einer aus Dresden hergekommen ist, um das Spiel zu verfolgen. Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Eishalle ist. Zum einen für den Sport, zum anderen aber auch für uns, für die Freizeitgestaltung, für Kinder, fürs Vereinsleben. Und das ist unser Ansinn dabei. Was machen Sie denn nun hier? Wir sind der DRK-Helfer in einer Eishalle. Und was sind so die krassesten Unfälle, die passieren könnten? Was die meisten Unfälle? Im Grunde genommen das meiste ist ein Check oder dass der Schläger mal irgendwo dagegen blaue Flecke halt. Was machen Sie denn ganz konkret bei einem Unfall? Wir sind nur Erstversorger, also bei blauen Flecken oder Verstauchungen Eis drauf und das andere schwere Verletzungen gehen ins Krankenhaus über den Rettungswagen. Hallo, warum sind Sie heute hier? Zuallererst komme ich ja aus dem Norden. Ich habe 1,5 Stunden Fahrt hinter mir und im Norden ist vielleicht bekannt, haben wir die Lausitzer Füchse. Und da sind wir auch hin und wieder mal bei einem Eishockeyspiel. Und als der Florian Öst und der Landrat Stefan Meyer hier zu dem Spiel eingeladen hat, habe ich es mir mal nicht nehmen lassen, um auch mal in den Süden unseres Landkreises zu fahren, um ein schönes, tolles Eishockeyspiel der Black Panther zu erleben. Doch wer tritt eigentlich gegen die Black Panther aus Jonsdorf an? Es sind die Salle Bulls aus Halle. Was ist denn Ihr persönlicher Lieblingsverein? Jonsdorf. Warum? Man ist ja regional verbunden. Das ergibt sich ja von alleine. Ne? Da stellt sich ja keine andere Frage. Ja, jetzt wird mit Freundin und Kumpel Glühwein getrunken und das Spiel genossen. Schon die ersten Minuten sind sehr spannend. Plötzlich schießen die Black Panther das erste Tor. Die Zuschauer freuen sich und jubeln. Wer sind Sie denn? Ich bin Ronny Völkelweier, zweiter Vorsitzender des Eishockeyvereins. Und was machen Sie heute hier? Also wie gefällt es Ihnen heute hier? Also gefallen ist mir erstmal sehr gut, weil schön viele Zuschauer da sind. Das freut uns natürlich immer am meisten, wenn viele Zuschauer den Weg hier hochfinden. Und natürlich das Ergebnis bis jetzt im zweiten Drittel 5:2 ist schon ein gutes Ergebnis. Jetzt treffen wir die Bürgermeisterin von Jonsdorf. Was ist denn Ihre persönliche Einstellung zu der Eishalle hier? Meine persönliche Einstellung zur Eishalle. Die Eishalle ist überregional wichtig. Ich denke, das zeigt sich heute. Das hat sich in den letzten Monaten gezeigt, seit wir tatsächlich in der Öffentlichkeit gesagt haben, alleine funktioniert das alles irgendwie nicht mehr und wir brauchen Unterstützung von außerhalb. Die Eishalle muss bleiben. Die Jonsdorfer, Jonsdorferinnen haben entschieden, Eis ist ganz, ganz wichtig. Ohne Eis geht es in Jonsdorf nicht. Seit 1954 gibt es in Jonsdorf Eis und das müssen wir erhalten. Zur Eishalle, naja. Das geht ja schon Jahre sanierungsbedürftig. Aber es ist gut, dass es noch gibt. Das ist wichtig. Ja, es wäre schade, wenn diese Eishalle hier den Bach runtergeht, das Ganze. Wir müssen alles dafür tun, dass das erhalten bleibt. Ist ja unser kleines Highlight hier unten. Ne? Wir haben im Norden oben in Weißwasser haben wir die große Halle. Warum der Süden nie auch? Und die Zusammenarbeit muss eben stimmen. Und da denke ich, hier geht es weiter. Wir werden alles dran setzen irgendwo. Ne?
ist alles okay hier. Es müsste halt noch einiges gemacht werden. Hoffen wir, dass es weitergeht. Also ich bin jetzt Jahre oder sagen wir mal schon Jahrzehnte hier tätig. Hab ganz unten angefangen als Betreuer mit meinem Sohn zusammen. Und bin jetzt natürlich gestiegen und habe mich natürlich hochgearbeitet oder bin nach oben gekommen und stehe natürlich dem Verein in jeder Art und Weise zur Verfügung. Ja, ich kenne die Eishalle schon als Kind, bin hier immer zur Eisdisco gewesen und freue mich natürlich, dass jetzt auch der Eissport wieder in Jonsdorf betrieben wird, dass wir jetzt sogar noch Eiskunstlaufen dazu bekommen haben. Das hat eine lange Tradition und bin da wirklich eng verbunden. Naja, wir sind ja heute hier in der Sparkassenarena Jonsdorf und haben zusammen mit Kathi Wenzel und Stefan Meyer gesagt, wir wollen die Menschen einladen, gemeinsam mit uns in die Eishalle zu gehen, das Spiel von den Black Panthers mitzuverfolgen, um eben auch darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig für uns als Einheimische die Eishalle ist, aber auch wie wichtig im Landkreis Görlitz die Eishalle als Tourismusfaktor ist. Nun zurück zum Spiel. Es ist weiterhin immer noch sehr spannend. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. Plötzlich ein Zusammenstoß. Was passiert denn da im Hintergrund? Auf einmal eine Rangelei. Der Schiedsrichter muss her. Wie halten Sie sich heute warm? Also die Zuschauer werden es wahrscheinlich erkennen, ich bin die ganze Zeit am Zittern und versuche in Bewegung zu bleiben, damit ich hier nicht anfriere, ja. Vielleicht mal einen Kaffee trinken oder so? War ich tatsächlich gewesen, kann ich nur empfehlen. Schöne, warme Gaststube, habe ich mir schon eine Currywurst und einen leckeren Glühwein reingezwungen und da ging es dann noch für ein paar Minuten besser, aber länger als das zweite Drittel hast du dann auch nicht angehalten. Aber Sie halten durch weiterhin, oder? Ich halte weiterhin durch, weil das Spiel ist dermaßen spannend. Ja, man merkt das Feuer und dieses Feuer, was da bei den Jungs aus Jonsdorf auf dem Platz herrscht, das brennt dann auch bei mir im Herzen und deshalb hält mich das warm. Ich halte mich mit Glühwein warm und guter Stimmung bei dem tollen Spiel. Dick angezogen und leichte Bewegung und auf dem Holzfußboden hier oben geht's. Da auf dem Beton ist es wesentlich kälter. Tee mit Zitrone und warme Schuhe. Und hilft's? Hilft. Deswegen bin ich ja noch hier. Ich habe zwei Paar Socken an und drei Jacken und dicke Handschuhe. Und natürlich auch einen kleinen Glühwein, der dann von innen wärmt. Braucht man hier in der Halle, aber das gehört zum Eishockey dazu. Wäre komisch, wenn es hier warm wäre. Viel Glühwein trinken. Einen anderen Tipp gibt es nicht. Mir wäre natürlich lieber ein schöner Glühwein, aber da ich mit dem Auto bin, trinke ich natürlich auch sehr gern einen schönen heißen Tee. Und das Spiel, das spricht ja für sich. Es ist ja emotional, sehr kämpferisch und das lässt uns auch warm bleiben. Für die Eishockey-Fans gab es auch einen kleinen Verkaufsstand, an dem man sich Merchandise kaufen konnte. Wie läuft es denn heute so? Verkaufen Sie viel? Naja, den Umständen entsprechend. Also es ist so wie meistens immer. Es sind immer wieder Nachfragen bei bestimmten Sachen, aber die man halt bestellen muss. Aber im Großen und Ganzen läuft es wie immer eigentlich. Was geht denn am besten? Die Tassen und die Trikots. Und woran könnte das liegen, dass die Tassen besser gehen als die T-Shirts? Weil man die Tasse mehr benutzen kann tagtäglich und das T-Shirt eigentlich ja eher selten. Was haben Sie denn selber als Merch-Chance? Ich selber habe... Oh Gott. Ich habe auf jeden Fall einen Aufkleber im Auto. Aber so direkt für zu Hause habe ich selber gar nichts. Oh Gott. Keine Tasse? Nein. Gar nichts. Nein. Neben mir habe ich jetzt jemand ganz Wichtiges. Wer sind Sie denn? Ich bin der Herr Birnbaum, bin der Leiter der Ordnungsgruppe hier von dem Verein, Eishockeyverein. Und was sind Ihre Aufgaben? Naja, die Gruppe zusammenzuhalten, die Gruppe anzuleiten und auch da zu sein, wenn die Gruppe Fragen und Probleme hat. Und läuft gut? Es läuft sehr gut, ich kann mich auf meine Truppe sehr gut verlassen. Die ziehen alle ordentlich mit und bisher haben wir auch noch keine großen Probleme gehabt, Gott sei Dank, weil wir von vornherein das gleich ganz ruhig und sachlich angehen. Was erhoffen sich eigentlich die Zuschauer vom heutigen Spiel? Ja, ich hoffe erstmal, dass wir heute wieder gewinnen und dass es ein Auftakt ist, dass viele Menschen noch in der Region sich hinter diese Eishalle stellen, weil es braucht natürlich Besucherinnen und Besucher, die regelmäßig herkommen, die regelmäßig auch
zahlen, damit dieses Modell sich hier trägt und wir lange das dicke Eis genießen können. Ich erhoffe mir von heute, dass es noch ein bisschen mehr nach außen gestreut wird. Die Presse hat es in den letzten Wochen gezeigt, dass es ein Thema ist. Durch die viele Presse in den letzten Monaten sind nicht nur viel, viel mehr Eishockeyspiele hier gelandet, auch der Eisstockverein hat viel mehr Veranstaltungen. Und zusätzlich gibt es jetzt noch den Eiskunstlauf in Jonsdorf. Seit über 20 Jahren gab es den nicht mehr und mit dem heutigen Abend erhoffe ich mir, dass es einfach schön breit gestreut wird und viel, viel mehr Menschen sagen, ja, Eishalle muss erhalten bleiben. Und heute, ja, dass es Sieg draus wird, so sitzt im Augenblick sieht's ja gut aus. Spielen ja auch heute sehr gut, würde ich sagen. Das Ergebnis sagt da alles bis jetzt. Wenn es so weitergeht, ne, kann man zufrieden sein. Ich hoffe natürlich, dass die Heimmannschaft, dass unsere Mannschaft gewinnen werden. Und es sieht ja momentan ganz gut danach aus. Wollen wir hoffen, dass jetzt die Kräfte nicht nachlassen, dass unsere Mannschaft noch ein bisschen was hinzulegen kann und dann auch siegreich von der Eisfläche gehen. Die drei Punkte, die wir heute haben. Und natürlich, dass die CDU-Fraktion hier natürlich sieht, dass wir die Eishalle brauchen und dass wir auch die Eishalle wollen in der Region. Ne, zum einen sind wir hier, um den Black Panthers die Daumen zu drücken und sie anzufeuern, dass wir hoffentlich einen Heimsieg feiern können. Und langfristig geht es natürlich darum, dass wir die Eishalle sichern können. Neue Runde, neues Glück. Was mir gerade einfällt, wie geht es eigentlich mittlerweile dem Zuschauer, der von so gefroren hat? Dem muss doch immer noch kalt sein. Das klingt nach purer Verzweiflung. Was machen Sie das nächste Mal besser? Ich werde mir auf jeden Fall sehr viel dickere Sachen annehmen. Und ich habe ja das Glück, meine Freundin ist auch sehr heiß. Vielleicht nehme ich sie einfach mit, ja. Wo kommen eigentlich die ganzen warmen Getränke her? Und auch das Bier? Ich stehe vor der Eishalle und links und rechts neben mir sind ein paar Imbissbuden und ich würde sagen, wir fragen mal, wie es so läuft. Hallo, wie läuft's denn heute? Verkaufen Sie viel? Ja, es läuft heute sehr gut. Die Halle ist gut besucht und dementsprechend ist das Wetter auch kalt genug, dass wir viele Heißgetränke verkaufen. Was verkaufen Sie am meisten? Im Moment Glühwein sehr viel und natürlich für unsere kleinen Fans den Kinderpunsch. Und dann Essen? Bratwurst oder? Bratwurststand wäre da drüben dann die heißen Würstchen und die laufen aber auch sehr gut. Und macht Spaß also? Es macht immer Spaß. Jetzt sind wir am Bratwurststand und wie läuft's denn heute? Ja, ich bin heute ganz zufrieden. Die Bratwürste sind fast alle, die Halle ist voll. Die Leute haben unsere Bratwürste gerne, essen gerne auch die Rauchwurst. Gesponsert von unserer Fleischerei Wagner aus Mittelherbigsdorf. Danke nochmal dafür. Immer wieder lecker, mehr kann ich nicht sagen. Danke, Andreas. Und was ist das Besondere an Ihren Bratwürsten speziell? Die sind einfach nur mit Liebe gedreht. Was geht denn besser, Senf, Ketchup oder Gewürzketchup? Normalerweise gehört zu einer Bratwurst Senf. Und wenn, dann nur Bautzner Senf, weil besseren Senf gibt es nicht. Ja, noch eins dazu. Alle die Leute, die hier helfen, machen das alles ehrenamtlich im Sinne des Sports, damit die Kinder in Zukunft weiter hier Eislaufen können. Und ja, und Spaß an der Freude. Es ist einfach ein Grundbedürfnis von uns, von mir, sage ich mal. Wir haben den Verein damals gegründet und es ist einfach nur eine Herzensangelegenheit. Nach wie vor, uns wird es immer so sein. Ja, diese Hütte ist auch sehr praktisch eingerichtet. Denn da hängt sogar die Tischdecke an der Wand. Und warum ist es denn so? Naja, weil wir ab und zu mal kleckern und da können wir das alles direkt sauber machen. Das ist sehr praktisch. Ja, genau. Und damit zurück in die Eishalle. Machen Sie denn selber Sport, vielleicht Eishockey oder was anderes? Muss ich ehrlich zugeben, ich habe eigentlich ganz, ganz selten auf Schlittschuhen gestanden. Ich war früher mal ein begeisterter Handballer, aber jetzt mit 54 Jahren lässt das alles etwas nach. Jetzt schaue ich lieber zu, als dass ich selber mich so stark bewegen muss. Habe ich ja mal gemacht, aber es geht knietechnisch alles nicht mehr. Ich musste mit Fußball aufhören und Eishockey, sind wir ja mal ehrlich, ist ja noch eine Naht härter. Da ist ja Fußball, ist ja noch streichelt so. Ich bin Langstreckenläufer, ich bin eher so der
Leichtathlet und Radfahrer, nicht der Eishockeyspieler, sondern eher jemand, der dann gemütlich seine Runden dreht. Ich laufe, fahre Fahrrad, gehe schwimmen, die ganz normalen Sachen und natürlich kann ich auch Eis laufen, ja. Ich bin Rennradfahrer. Das ist mein Hobby. Nein, ich spiele Eishockey, aber schon mein Sohn hat ja mit seinem Kindesalter angefangen mit Eishockey. Ich schaue gerne Fußball, ich schaue gerne Eishockey. Nein, ich habe mal Fußball gespielt. Wir schauen gerne Eishockey. Könnte sportlicher sein, als ich es gerade bin. Es bleibt weiter spannend. Wer wird wohl gewinnen? Die Black Panther aus Jonsdorf oder die Salle Bulls aus Halle? Auf einmal schießen die Black Panther ein weiteres Tor. Was haben Sie denn für eine persönliche Geschichte mit der Eishalle? Persönliche Geschichte mit der Eishalle. Jetzt gerade ist es so, dass ich tatsächlich jede Woche als Mama eines Kindergartenkindes mein Kind hier früh hinbringe und der schon jetzt das zweite Jahr im Kindergarten in die Eisschule geht, also in die Eislaufschule geht, das ja dann in der Grundschule fortführt. Und das ist in Jonsdorf tatsächlich so ein Familiending schon von klein auf. Jetzt bin ich ja seit über einem Jahr noch Geschäftsführerin der Kur- und Tourismus GmbH, das heißt Chefin von der Eishalle. Und seitdem lebe ich das noch ein Stückchen mehr. Ja, ich habe hier meine Jugend verbracht, bin an den Samstagen hoch ins Gebirge gefahren, um bei der Eisdisco dabei zu sein. Das war immer ganz voll und ich weiß, dass es jetzt auch wieder so ist, dass auch die Jugend die Eishalle annimmt und deswegen freue ich mich, dass das jetzt auch in den nächsten Generationen weiterläuft. Nee, ich bin ja Vater von zwei Kindern. Wir gehen hier immer wieder gerne hin, um Schlittschuh zu laufen, aber genauso auch abends, um die Black Panthers anzufeuern. Das ist unsere persönliche Geschichte. Aber ich meine wirklich, wir brauchen diese Eishalle als Faktor für das Zittauer Gebirge und darüber hinaus. Und darüber geht es jetzt auch, dass wir uns dafür einsetzen und überlegen, wie können wir die Eishalle nutzen, um noch mehr den Tourismusstandort Oberlausitz zu stärken. Wer hat jetzt gewonnen? Mit 8:4 haben die Black Panther aus Jonsdorf gewonnen. Glückwunsch dafür, Jungs. Wie hat dir das Spiel heute gefallen? Gut eigentlich. Und wer war am besten? Jonsdorf. Was hat dir am besten gefallen? Dass Jonsdorf gewonnen hat. Das ist cool, oder? Ja. Ja, hier bin ich nun. Und ich muss sagen, es war wirklich mal spannend, beim Eishockey zuzugucken, weil ich habe es ja vorher nicht gekannt. Und das nächste Mal bin ich auf jeden Fall dabei. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.